Ein schaurig schönes Hallo und willkommen zum Halloween-Special von Fashion Daily TV. Ich stehe schon mitten in der Dekoration, denn wir befinden uns heute auf der Neon-Halloween-Party und wir suchen hier das coolste, kreativste und schönste, gruseligste Halloween-Outfit. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen, was die Boys und Girls hier so zu bieten haben. Was sind deine Erwartungen für den heutigen Abend? Einfach Spaß haben und alles rocken. Auf jeden Fall viel Alkohol, viel Spaß, geile Kostüme, einfach ganz viel Spaß, geile Party. Ja, einfach nur Spaß haben, tanzen, 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 tanzen. Ich würde gerne von dir wissen, was du denn hier bei der Neon Halloween Party darstellst, welche Kunstfigur? Eigentlich wollte ich so ein gruseliger Clown sein, aber das hat beim ersten Mal nicht so geklappt. Deswegen habe ich ein paar Narben hinzugefügt und also eigentlich so ein Horrorclown, aber jetzt ohne gruselige Augen. Okay. Wo hast du so deine Inspiration her? Ich habe mir vorher ein paar YouTube-Videos angeguckt und dadurch habe ich diesen gruseligen Mund gefunden und ja. Mein Name ist Diktator, General, Admiral, Aladdin. Und was war deine Inspiration für dein Outfit? Warrior, ich habe Schurkenstaat. Ich erobere die Welt. Tomorrow, Reichstag. Ich mache Helikopterrundflug. Ich werde alles sehen, was ich sehen will. Deshalb bin ich zum ersten Mal hier sehr europäisch angehaucht und weiß ganz genau, wie ich mich zu geben habe. So. Und warum bist du heute hier? Um Frauen kennenzulernen, die ich heute Abend mitnehmen kann. Hast du schon ein paar Frauen entdeckt? Ich habe 2000 Frauen entdeckt, die mehr. Aber die sind alles bei mir heute. Alle, die ich vorher vor der Linse hatte, haben von euch erzählt. Nun steht ihr live neben mir. Wer seid ihr? Ich bin Lulu von Ebola. Und wer bist du? Ich bin Schwester Mary Ebola. Schwester Mary Ebola. Ja, wir kommen aus dem Orden St. Ebola. Aha. Mhm. Wie kamst du dieser Namensgebung? Das haben wir uns heute Nacht ausgedacht oder heute Abend besser gedacht. Okay. Ja. Und was war die Intention hinter dem Kostüm? Was war da die Inspiration? Der Busen. Einfach mal einen Busen haben? Einfach mal Busen haben. Der ist so straff und hart. Der hängt nicht, der steht wie eine Eins. Ich fasse ihn so gerne an, das ist so geil. Und aus was besteht der Busen, wenn ich fragen darf? Aus Socke. Aus Socke. Das waren die wohl coolsten, kreativsten und schaurigsten Outfits, die ich je gesehen habe. Ich würde sagen, der Halbstarke hier gehört nicht dazu. Denn wir haben alles dabei gehabt, Brautpaare, Zombies, lachende Gesichter, geschminkte Leute, hier geht's verrückt zu. Auf Facebook könnt ihr die coolsten Outfits küren mit einem Like. Ich würde sagen, schaut mal bei der Facebook-Seite von uns und der Neon Party vorbei. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen gemütlich auf der Tanzfläche. Tschüss!